So, ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für Dragon Age. Huch, hier war gerade Alistairs Hintern im Bild. Sein glänzender Metallarsch. Wie auch immer, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Dragon Age Origins. Und kleinen Moment. Ich drehe mir die Mucke gerade mal ein bisschen leiser auf den Ohren. Die Mucke, die gerade verschwunden ist. Ah ja, da ist sie wieder. Okay, ich würde sagen, wir reden mit Duncan, der uns da hinten so schön markiert ist, und bringen dann mal das ominöse Beitrittsritual hinter uns. Erledigt haben wir alles, oder? Ach ja, die Questmarkierung auf der Minimap da oben ist Duncan. Ich dachte kurz, der Hundezwinger wäre uns noch markiert. Das hatten wir ja erledigt. In Ordnung. Hallo, Duncan. Ihr seid also zurück aus der Wildnis. Hattet ihr Erfolg? Aber sowas von. Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Ach, da sind auch Magier ins Ritual mit einbezogen. Das war mir neu. Ah, verdammt, mir fällt gerade wieder ein, wir wollten ja eigentlich nochmal Alistair löchern, ob er uns vorab vielleicht etwas verrät. Naja gut, das haben wir dann verpasst, dann erfahren wir es eben nun aus eigenem Leib. Erzählst du uns jetzt, worum es bei dem Ritual geht? Vielleicht sollten wir dir von Morrigan und ihrer Mutter erzählen, stimmt? Das sollten wir vielleicht erwähnen. Beim Turm war eine Frau und ihre Mutter hatte die Schriftrollen. Sie waren beide ziemlich seltsam. Gehören sie zum wilden Volk? Das denke ich nicht. Sie sind vielleicht Apostatinnen, Magierinnen, die sich vor der Kirche verstecken. Ich weiß, dass du ein Templer warst, Alistair. Aber die Angelegenheiten der Kirche gehen uns nichts an. Wir haben die Schriftrollen, also konzentrieren wir uns jetzt auf den Beitritt. Okay, also Duncan interessiert das nicht groß. In Ordnung. Dann, was ist, wenn wir es uns doch nochmal überlegt haben? Ich denke, ein Zurück wird es nicht geben. Also fragen wir doch einfach mal, ob er uns nun bereit ist, mehr darüber zu erzählen. Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Das klingt irgendwie unheilvoll. Ja, es ist doch immer so, alles hat einen kleinen Haken dran oder viele, viele kleingedruckte Stellen. Genauso wie in der Fernsehwerbung, wenn euch das unglaublich tollste, neueste, beste Handy-Abo angeboten wird. Das kleine Verschwommene unten im Bild, das ist kein Pixelfehler des neuen Fernsehers. Nein, das ist meistens das Kleingedruckte, das eine Sekunde lang zu sehen ist. Ist der Beitritt deshalb so geheim? Okay, fragen wir. Es wäre schön, wenn diese Geheimnistuerei überflüssig wäre und alle die Notwendigkeit eines solchen Opfers verstünden. Aber leider wird das niemals so sein. Dann mal los. Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Ja, es ist ja schon irgendwie unfair, dass man geködert wird oder quasi gerettet, wie in unserem Fall. Oder ich glaube, Davis wurde ja auch mehr oder weniger vor dem Henker gerettet. Und dann erfährt man hier quasi so nebenbei, dass das Ganze auch tödlich ausgehen kann. Vielleicht wäre da ein wenig mehr Offenheit ganz schön. Allerdings dürften sich dann auch freiwillige Rekruten arg in Grenzen halten.
Tja, wir können nichts mehr daran ändern. Sehen wir es pragmatisch. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten. Es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch, uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis aufhält. Tja, guter Standpunkt. Könntet ihr beiden endlich mal die Klappe halten? Es ist schrecklich, so etwas zu sagen. Nee, es ist ein gutes Argument. Naja, schön. Wobei, Jory, er redet von seiner Frau und seiner Familie allerdings. Der Beitritt bei den Wächtern ist ja nicht so, dass man da wochentags von 9 bis 7 arbeitet und dann nach Hause fährt. Also, er hat sich schon irgendwie einer lebenslangen Sache verpflichtet. Und das muss ihm klar gewesen sein. Dass das nun auch tödlich für ihn ausgehen kann, der ganze Beitritt, ist, naja, eine neue Qualität, aber dass er seine Familie nicht mehr wirklich oft sehen wird, das muss ihm eigentlich klar gewesen sein. Also wir stimmen Davis mal zu. Ihr habt die dunkle Brut gesehen, Sir Ritter. Würdet ihr nicht sterben, um eure hübsche Frau vor ihr zu retten? Ich... Vielleicht sterbt ihr. Vielleicht sterben wir alle. Aber wenn niemand die dunkle Brut aufhält, sterben wir mit Sicherheit. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben. Das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Oh, unsere Wangenknochen stechen mal wieder enorm heraus. Ich glaube, unser kleiner Charakter muss ein bisschen mehr essen. Dann wird das kompensiert. Diejenigen, die überleben, also ich glaube, noch weiter nachzubohren, bringt nichts. Es ist klar, dass wir sterben könnten. Ich würde sagen, bringen wir die Sache einfach hinter uns und dann schauen wir, was passiert. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen, aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. David, tritt vor. Es tut mir leid, Devil. Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau. Ein Kind. Hätte ich es gewusst. Es gibt kein Zurück. Nein! Das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Es tut mir leid. Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter.
Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest einer von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Lebendig, würde ich sagen, sonst wäre das Spiel auch sehr schnell, sehr früh vorbei gewesen. Tja, Jory und Davis haben nicht überlebt. Und er hat Jory umgebracht. Ich kann noch immer nicht glauben, dass du Sir Jory erschlagen hast. Stimmt. Wobei Jory ihm auch nicht wirklich eine Wahl gelassen hat, als er zur Waffe gegriffen hat. Es war klar, dass es kein Zurück gibt und wenn Jory drauf und dran gewesen ist, hier mit gezogenen Waffen rauszustürmen. Naja, das meinte ich damit, dass die Grauen Wächter durchaus kompromisslos in ihren Motiven sind und nicht unbedingt die strahlenden, edlen Helden, die Kaelin gerne in ihnen sehen würde. Aber ich sage das mal. Jory war gewarnt, dass es kein Zurück gibt, so wie ihr alle. Und als er nach seinem Schwert greifen wollte, ließ er mir keine Wahl. Es hat mir kein Vergnügen bereitet, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber die Verderbnis fordert Opfer von uns allen. Ich bin dankbar, dass du hier stehst als Beweis, dass sie nicht alle umsonst waren. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Okay. Ja, Duncan hat dieselben Argumente eingebracht wie ich auch, was Jory angeht. Ich glaube aber, eine gewisse Schuld trifft ihn schon, denn er ist erfahren genug und ich denke mal, er hat Menschenkenntnis genug. Es war ein Fehler, Jory nicht als erstes trinken zu lassen. Also, dass er ausflippen könnte, wenn er sieht, wie ein anderer stirbt vor ihm. Das war irgendwie abzusehen. Also vielleicht hätte man Davis nicht den ersten Schluck geben sollen. Na schön, passiert ist passiert. Was ist das für ein Treffen? Der König will die Strategie für die kommende Schlacht festlegen. Ich bin mir nicht sicher, warum er auf deine Anwesenheit bestanden hat. Das Treffen findet westlich von hier statt, die Treppe hinunter. Komm bitte dorthin, sobald du soweit bist. Okay, scheinbar sind wir nun wieder alleine. Und die Leichen wurden zum Glück auch schon beseitigt. Okay, wir haben ein bisschen was bekommen und sind eine Stufe aufgestiegen. Oder so halbwegs. Ich glaube, wir haben nur einen Talentpunkt dazu bekommen wegen dem Beitritt. Irgendwie sowas, das schauen wir uns gleich an. Allerdings haben wir etwas Schönes bekommen, und zwar haben wir eine Rüstung der Grauen Wächter bekommen, und zwar eine Magierrüstung der Grauen Wächter, die ich auch liebend gerne mal anlege. Das ist doch endlich etwas, das ich sehen lassen kann. Na, ist doch besser als das Kleidchen. Die Werte sind gar nicht mal so schlecht, aber auch nicht mächtig overpowered. Die 3 Punkte Verteidigung und körperliche Widerstandskraft, die sind eigentlich fast egal. Wir wollen es ja sowieso nicht auf den Nahkampf ankommen lassen. Und ich glaube hier, Alistair hat uns das Amulett gegeben. 2 Konstitution und Widerstandskraft, körperliche. Naja. Ach, kommt. Weil es halt dazugehört, nehmen wir es. Und wir haben auch alle Sachen wiederbekommen, die wir Jory und Davis mal angelegt hatten. Ich glaube, die Chastened-Klinge hier, die trug Jory. Das war auch schon
als wir aus dem Turm geflohen sind, da bekamen wir auch alle Sachen zurück, die wir Lily und Joan gegeben hatten. Oh, ein Stab der grauen Wächter haben wir auch. Ist sogar schlechter als unserer. Eine Magie, ein Zauberkraft, 2,5%. Ist aber genau. Kälte, Feuer und Elektrizitätsschaden. Explosiv. Was darf ich mir denn darunter vorstellen? Schlagen wir damit jemanden auf den Kopf und dann explodiert er? Na gut, schauen wir, ob wir irgendwas zu verteilen haben. 2 Pünktchen können wir ausgeben. Ach Mist, unser zermalmendes Gefängnis können wir nicht nehmen, weil uns 30 Punkte in Magie fehlen. Das ist ärgerlich, dann spare ich mir vielleicht ein Pünktchen. Was könnte ich denn stattdessen nehmen? Ich könnte vielleicht mal ein Pünktchen in Heilung stecken, um in der größten Not mal als heilender Magier eingreifen zu können. Wobei ich nie gerne Heiler gespielt habe. Egal in welchem Spiel, vor allem in MMOs. Ums Heilersein habe ich mich da immer gerne rumgedrückt. Ich stecke mal ein Pünktchen in diese Frostwaffen hier, denn den Kältekegel, den hätte ich noch gerne. Flammenschlag hatte, glaube ich, Joan. Wir heben uns mal ein Pünktchen auf. Und die Frostwaffen, ich glaube, die schmeiße ich mir direkt wieder aus der Leiste. Lesen wir es mal kurz. Durch ist dieser Zauber aktiv, hüllt der Zaubernde die Nahkampfwaffen der Gruppe in Frost ein. Wodurch diese bei jedem erfolgreichen Angriff zusätzlichen Kälteschaden verursachen. Nee, ich glaube, das sind die telekinetischen Waffen doch ein bisschen nützlicher. Wobei ich auch nicht garantieren kann, dass wir die das ganze Spiel über drinnen haben. So, einmal speichern. Das sollte ich mir sowieso wieder sehr, sehr, sehr viel öfters angewöhnen. Denn wir wissen ja leider, das Spiel stürzt gerne mal ab. Oh, da hinten müssen wir auch direkt hin. Kann ich mich vielleicht noch davor drücken? Und eventuell ganz kurz... Ah, gut. Der steht noch hier. Wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Ja, ich habe hier prima Ausrüstung, die ich dir antreten will. Was ihr gern hättet. Denn, 64 von 90. Wir sind ziemlich beladen. Du hast nicht zufällig... Nee, der hat keinen Rucksack mehr. Das wäre wohl auch zu viel verlangt. Haben wir irgendwelchen Scheiß, den wir verkaufen können? Ringe und Amulette nicht. Ich glaube, wir haben auch die ganzen komischen Rüstungen unserer Begleiter bekommen. Oder? Ich glaube, diese Kettenrüstung trug Sir Jory. Das heißt, das verkaufe ich mal, das Zeug. Dieser graue Wächterhelm gehört, glaube ich, Alistair. Den sollten wir ihm auch wieder aufsetzen. Den Tarnehelm. 3 Verteidigung. Der lag, glaube ich, in dem Lager der Chasind. 6 Verteidigung. Kann weg. Kann auch weg. Eine Lederrüstung. Das trug vermutlich Davis. Und diese Magierhuben. 2 Willenskraft, 2 Magie, 3 Verteidigung. Die würde ich vielleicht sogar gerne mal behalten. Aber die hässliche Verzauberermütze kann weg. An Waffen. Einfache Dolche können weg. Die Chasing-Klinge weg damit. Ein einfacher Langbogen kann weg. Der Magierstab kann auch weg. Immer noch 50 Plätze belegt. Mein Gott, was haben wir denn alles an Krempel mit? Ja, die Runen und das ganze Zeug. Na gut, es wird schon gehen.